So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zum nächsten DPL-Kampf und viele werden sicherlich auf diesen Kampf hier unbedingt gewartet und gefiebert haben, dass er irgendwann mal kommt. Hier ist der Kampf der Kämpfe, meine Damen und Herren. Ja, ich spiele heute gegen Sephiron und ich erachte meine Chancen als relativ gering. Aber nichtsdestotrotz werden wir natürlich anfangen. Oh, ich habe schon wieder mit nichtsdestotrotz angefangen. Und natürlich gegen den lieben Meister der Meister kämpfen. Das Problem an seinem Team wird eindeutig sein, er wird ein Kampf-Pokémon mitnehmen. Sicherlich Kikli, weil ich natürlich viele normale Pokémon dabei habe. Und er wird irgendein Pokémon mitnehmen, aka Ditto, denke ich mal. Und dann werden wir natürlich auch noch sicherlich Banette sehen, das ich auch in der Trainerschule gemacht habe. Und einige andere, ja, Pokémon, die natürlich hier an der Stelle erwähnt sein sollten. Voltenso habe ich auch mal mitgenommen, auch wenn die ganze Sache durchaus lustig werden kann. Denn ich weiß nicht, welche Pokémon er mitnehmen wird. Ja, stimmt. Gegen das liebe Feen-Pokémon, was ihr unten seht, habe ich übrigens Mashumai dabei. Mit der Tatsache im Hinterkopf, dass ich hier den Gift-Hieb auf Mashumai mitgenommen habe. Ich hoffe, es wird reichen für dieses Pokémon. Allgemein initiative technisch ist das Team relativ gut aufgestellt. Als Opening wird er sicherlich Psiaugon spielen. Zatu sollte eigentlich Psiaugons Attacken überstehen. Wenn nicht, dann halt nicht. Wir versuchen es einfach mal. Weil das hier, meine lieben Damen und Herren, ist ein Bizarro-Raum-Team. Ich werde also versuchen, irgendwie den Bizarro-Raum möglichst gut auszunutzen. Ja, Detlef ziemlich langsam, Lamus ziemlich langsam, Regirock ziemlich langsam. Alle anderen Pokémon von seiner gegnerischen Seite setzen eher mehr auf Initiative. Mich wundert es fast, dass er Gyarados nicht dabei hat, aber okay. So, dann auf los geht's los. Natürlich denkt er immer ein bisschen lange nach, das ist völlig normal für ihn. Ich bin mal gespannt, wie der Kampf ausgehen wird. Ich hoffe, ich blamiere mich nicht allzu arg, weil das kann auch durchaus in die Hose gehen, die ganze Strategie hier. Bei Lamus sei gesagt, ich hatte mir auch überlegt, einen Lamus mitzunehmen mit Bauchtrommel, bin aber von der Idee wieder abgewichen, da mir die ganze Situation doch etwas zu riskant schien. Und fangen wir einfach mal an. Ah. Wenn du das schon siehst, ne? Das ist natürlich wunderbar. Ja, super. Und jetzt? Er hat schon fast damit gerechnet, dass ich mit Zatu anfangen werde. Das ist die Frage, ist Xatu auch wirklich schneller als Heaven? Ich glaube ja eher mal nicht. Ich werde auf Relaxo zurückrufen. Xatu brauche ich einfach für das Team. Wenn ich das verliere, habe ich ein Problem. Schallwelle wird aufgrund der Offensivweste nicht so viel Schaden machen. Aber diese Attacke wird einiges an Schaden machen. Wenn er nicht zurückruft. Ich bleibe mit Relaxo definitiv drin. Und eine Normalattacke werde ich nicht einsetzen. Wir dürfen also gespannt sein, was er mit Heaven ausrichten wird. Ich hoffe bloß, dass die Verbindung nicht abbricht, weil so allmählich dauert es ganz schön lange. Er hat lange überlegt, aber ich glaube, das war eine sichere Entscheidung, hier zurückzurufen.
Auf Kikle, ja. Der wird trotzdem einiges abziehen, der Ramboss. Oh ja. Das hat sehr hohen Schaden gemacht. Kikli ein Leichtgewicht und Relaxo ein Schwergewicht. Deswegen hier auch der erklärbar hohe Schaden gegen Erasmo. Erasmo wird ein Normaljuwel tragen. Wieso seine Initiative steigen wird. Er wird also mit einem Mogelhieb angreifen wollen. Der natürlich hier Relaxo zurückschrecken lassen wird. Könnte auf Regirock zurückrufen. Regiroks Verteidigung relativ hoch. Aber natürlich auch auf Lamus. Aber soll ich schon Lamus spielen? Ich werde auf... Ich bin echt aufgeregt. Ich werde gegen Lamus tauschen. Vielleicht prediktet er das mit einem Abschlag. Das wäre sehr ungünstig. Aber das macht wenig Schaden. Ich gehe direkt für Mega-Entwicklung und. Wir werden uns nicht boosten, denn er ruft zurück. Weil das Siedewasser wird Erasmo nicht überleben. Hier an der Stelle sei auch gesagt, das wäre natürlich die wunderbarste Stelle für Bauchtrommel gewesen, aber ich habe den Bizarro-Raum nicht draußen. Ja, schön. Ich glaube, du weißt, dass ich mich mega entwickle. Also, das wird wohl kein Geheimnis sein. Also, wenn ich jetzt den Burn bekomme, ist es natürlich für Banette relativ ungünstig. Das zieht so viel ab. So, Banette kann gegen Lamus keinen Voll... kann gegen Lamus keinen Volltreffer landen. Ich habe gerade gedacht, ich komme auf Escape. Das wäre etwas ungünstig gewesen. Kann gegen Lamus natürlich keinen Volltreffer landen. Und seine Dunkelklaue wird mir so 50% an Schaden machen. Das wird Lamus definitiv überstehen. Entweder er macht Erholung, Tiefschlag. Also er wird irgendeine Prio-Attacke machen. Ja gut, er macht eine Mega-Entwicklung. Aber ich glaube... Das wissen wir. Ja, er geht auf Schutzschild. Und ich gehe auf Erholung, weil mir schon so ein Zug fast klar war. Ich hätte auch Gedankengut nehmen können. Das sei ja an der Stelle klar gesagt. Warum er Garados nicht dabei hat, ist mir ein vollkommenes Rätsel. Und das war auch ein guter Schachzug, sage ich mal, dass ich doch mich für Siedewasser dementsprechend entschieden habe. So, jetzt muss ich natürlich Schlafrede spielen. Was anderes kann ich ja jetzt machen. Das ist doppelt riskant, weil ich muss nicht unbedingt hier mit Dings angreifen, mit Siedewasser. Ich kann auch ein Gedankengut nehmen oder eine Erholung. Das passiert ja bei Lamus relativ häufig und es kommt Gedankengut. Da wird er sich ziemlich ärgern drüber gerade. Wir machen einfach nochmal Schlafrede, weil jetzt wird Schutzschild kommen. Ach. So, da ist natürlich kein Ziel. Lamus kann nichts treffen. Macht viel Schaden, Phantomkraft. Aber man muss fairerweise sagen, Lamus ist eine Wall. Und deswegen ist Chucky jetzt K.O., ohne ein einziges Pokémon mitzugenommen zu haben. Das ist natürlich super ärgerlich. Gerade mit dem Abgangsbund hätte man Lamus wunderbar aus dem Spiel nehmen können. Jetzt entscheidet er sich natürlich für Heaven. Das mit der Schallwelle auch ordentlich zuschlagen kann. Kann, nicht muss. Es hat natürlich einen enormen Spezialangriff. Es wird schneller sein als Lamus. Auch das steht fest. Aber jetzt Lamus zurückzurufen wäre schade.
Oh, er hofft auf das Zurückschrecken. Das hat gereicht. Oh, das hat gereicht. Das hätte ich nicht gedacht. Ah, weil es Life Orb trägt. Ah, okay. Okay. Weiß Moment, es trägt Life Orb? Es trägt Life Orb und setzt Finsteraura ein. Kann Heaven überhaupt Finsteraura lernen? Heaven kann keine Finsteraura lernen. Detlef. Detlef die Soest. Kann das Ding Finsteraura? Ich versuch's einfach mal. Ah, ich hab den Live... Leute, ich hab den Live-Op-Schaden nicht berücksichtigt, ne? Das war ein Fehler gerade von mir. Das war ein fucking Fehler gerade von mir. Tja... Jetzt habe ich meinen Vorteil gerade verspielt, weil ich mal eine Sekunde lang nicht nachgedacht habe. Mit Life Orb reicht's. Rufst du zurück? Also ich würde mit Schallwelle angreifen. Interessant, er denkt wirklich echt lange nach. Und er ruft zurück. Auf Kirby, natürlich, klar, der Doppelgänger wirkt. Boah! Krieg ich sogar noch die Vergiftung hin? Ich glaub's nicht. Und da kommt natürlich Toxic Orb. Und vergiftet mich ebenfalls schwer. Das ist aber auch ein Problem, meine lieben Freunde. Denn auch das Marshmallow auf der gegnerischen Seite, das ist natürlich nicht einkalkuliert gewesen, dass hier der Gift-Hieb direkt vergiftet. Auch das gegnerische Marshmallow hat die Fähigkeit Adrenalin. Und das ist jetzt ein Problem. Das ist ein sehr großes Problem. Ich muss Patronenhieb nehmen. Das ist übelst ärgerlich, dass ich gerade mit Patronenhieb angreifen muss. Aber ich muss Kirby ausschalten, weil ansonsten habe ich Probleme später im Nachhinein. Ja. Was will er mir das Toxic Orb wegnehmen? Ich meine... Da kann er nicht viel ausrichten. Mashumai besiegt ärgerlicherweise durch die Vergiftung. Also unser Klon Mashumai auf der anderen Seite. Jetzt weiß er aber auch, dass ich gegen Felinara ausgerechnet Detlef dabei habe. Unser Detlef die Soest. Ach, welch herrlicher Kampf. Natürlich wird er sich jetzt für das Feen-Pokémon entscheiden. Welch Wunder. I can see you. Klar, er weiß, dass ich nicht die Offensivweste trage. Lamus ist bereits K.O. Soll ich einen Rückruf wagen? Ich wage mal einen Rückruf auf... Soll ich einen Rückruf machen oder angreifen? Rückruf oder angreifen? Ich muss es aufheben. Leute, ich muss es aufheben. Ja. Ja, der Reflektor. Der liebe Reflektor, mein Lieber. Ach. So. Du bist ja ein wunderbar schnelles Pokémon, habe ich gehört.
So, der Zug kommt durch. Der Bizarro-Raumzug kommt durch. Er hat keinen Spukball dabei. Er hat keinen Spukball dabei. Donnerwelle würde sich selbst paralysieren. Er ruft zurück. Komm, ruf Kikli. Ja. Ja. Ah, wenn man so einen Zug sieht. Herrlich. Herrlich, meine lieben Freunde. So, jetzt können wir definitiv mit einer Psychokinese angreifen. Ohne jegliche Gefahr zu gehen, dass dieses Pomon hier nicht getroffen wird. Er hat einen Initiative-Vorteil, Team, ist klar. Und wenn ich jetzt mit dem Bizarro-Raum komme, der seinen ganzen Initiative-Vorteil zunichte macht, ist das natürlich ein enormes Problem. Auch das war klar, dass er hier mit dem Mogelhieb angreifen wird, natürlich um die Stärke zu erhöhen. Xatu aber auf die Verteidigung ausgelegt. Und deswegen kitzelt ein bisschen der Mogelhieb an meinem Xatu. Ich muss mit Psychokinese angreifen, um mit dem Fall sicher zu gehen, dass er nicht zurückrufen wird. Ist natürlich ärgerlich. Ruft jetzt natürlich Heaven in den Kampf. Ja, das hat natürlich keine Wirkung. Dann machen wir einmal schnell noch Lichtschild. Also momentan eine richtige Pat-Pat-Situation, unglaublich. Er hat sich natürlich jetzt verraten, ja, weil er hat natürlich Psychokinese eingesetzt. Das hätte auf Feentypen natürlich eine nicht sehr effektive Wirkung, wenn es das echte Heaven wäre. Es ist aber nicht das echte Heaven. So, die Finsteraura wird durch den Lichtschild abgeschwächt. Und es ist unglaublich, Xatu überlegt mit exakt einem KP-Punkt. Jetzt machen wir natürlich noch Safe Kehrtwende. Oh Mann. Oh Mann, dieser Kampf. Ha, dass er so spannend wird, hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte eigentlich gedacht, es wird eher eine ziemlich eindeutige Situation. Aber mit dem Bizarro-Raum habe ich ihn wohl etwas überrascht. Gut. Oh, das macht Schaden dafür, dass Xatu so wenig Angriff hat. Ja, klar, dass das natürlich Sohurak ist. Oh nein. Leute, ich wollte meinem Relaxo wollte ich vorm Kampf Durchbruch beibringen. Und ich hab's vergessen. Ich hab's echt vergessen. Gut, Barnette ist aber aus dem Spiel draußen. Und daher ist Relaxo jetzt relativ safe. Es trifft Offensivweste. Und das wird kaum Schaden machen. Ach Gott. Die 20 KP, die er mir da gerade abgezogen hat. Ah, leider ist gerade die verdrehte Dimension wieder normal geworden. Er könnte natürlich auf Heaven zurückrufen. Das wird jetzt aber relativ böse werden, wenn er das macht. Weil ich jetzt Rambos spiele. Ruf mal auf dein Heaven zurück. Also auf dein echtes Heaven. Das Fake Heaven haben wir jetzt gerade schon gesehen. Ruf bitte zurück. Oh Gott, was ein Pech. Das ist der, glaube ich, 5. Fokusstoß, der bei Indigo misst. Ja, das ist wirklich bitter. Ja, man muss es einfach sagen, es ist bitter, dass gerade Fokusstoß hier daneben gegangen ist. Jetzt werde ich aber auf Nummer sicher gehen und Body Slam spielen. Also mit...
Ich will ja nichts gegen Sephiroth sagen, aber ich würde dir empfehlen, deinen Fokusstoß einfach mal vom Sorak runterzunehmen, weil 6 Misses ist echt unglaublich für so einen Kampf. Also das ist echt Wahnsinn. Ich habe nämlich mir die anderen Kämpfe vorher angeschaut und kein einziger Fokusstoß von Sephiroth hat bis jetzt in diesem Turnier getroffen. Eine 90er-Attacke. Eine 90er-Attacke, glaube ich. Nee, eine 70er. Also irgendwann muss es ja mal treffen, aber so allmählich zweifle ich dran, dass es überhaupt mal trifft. Ich habe Lichtschild noch oben. Der Lichtschild ist noch oben und Relaxo wehrt alles ab, was nicht gerade unbedingt, ja, verteidigungstechnisch hoch ist. Das ist übelst. Also ich würde mich Sephirons Haut echt ärgern, wenn ich das sehen würde, wie oft der Focus Blast misst. Vielleicht hat es auch deswegen so lange gedauert gerade. Ruf Kikle in den Kampf. Eine, ja, doch gute Entscheidung, denn jetzt bin ich gezwungen zu gucken, was für Relaxo-Verteidigungswerte sind. Verdrehte Dimension ist ja wieder normal, ne? Ich habe keinen sicheren Tausch. Ich habe keinen sicheren Tausch, oder? Regirock, Detlef, Xatu, da ist kein sicherer Tausch da gegen Erasmo. Ich muss wohl oder übel angreifen, auch wenn es mir leid tut für Relaxo. Ja. Kiklis Verteidigung müsste eigentlich relativ mies sein. Gott, jetzt muss ich ausgerechnet Voltenso spielen. Wenn er natürlich jetzt einen Choice hat, ist das etwas doof. Voltenso ist aber schneller. Normal. Die Entlastung ist ja weg. Ah, ah. Das reicht nicht. Auch ohne den Volltreffer hätte es nicht gereicht, weil ich Magnet getragen habe. Der hätte den Donnerblitz nämlich verstärkt um 20%. Vielleicht auf der gegnerischen Seite trotzdem etwas Ärger, weil jetzt gerade der Volltreffer gekommen ist. Er ruft Heaven in den Kampf. Er hat noch 2 Pokémon übrig. Ich habe noch 4. Aber man muss auch fairerweise sagen, dass meine Pokémon natürlich eins vergiftet ist und eins mit 9 KP noch lebt. Also nicht gerade wirklich das, was man als sicher bezeichnen würde. Regirock hat eine Spezialverteilung von 100 noch was. 132. Vielleicht rechnet er auch mit einem Wechsel, das wäre relativ lustig. Macht Donnerblitz. Ja. Ich habe ein Problem. Ich habe ein sehr, 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 sehr großes Problem gerade.
Oh Gott. Oh Mann! Dass es so knapp wird! Schon mal zeig, was du kannst. Was hat er denn noch übrig? Oh Mann! Dass das so close wird, hätte ich gar nicht gedacht. Alter, leck mich am Arsch her, dass der Kampf so knapp wird. Du musst tauschen. Was willst du denn machen? Oh, er hat keinen Safe Switch, das gibt's doch gar nicht. Das ist echt krass. Das ist eigentlich ein 101 gerade, ne? Also wenn Detlef K.O. ist, ich weiß nicht, was ich mit Kasato machen soll. Es hat 9 KP. Und das hat vorhin mit einem einzigen überlebt. Ja, das wird ein knapper Sieg. Ich glaube, das wird ein 1-0 für ihn. Alter! Krank! Das wird nicht... Das wird reichen, ne? Ach, du lieber Scheiß! Das ist krank! Das ist scheiße krank. Zwei Pokémon haben mit 9 KP überlebt. Das glaube ich nicht. Was ein krasser Kampf. Ach du lieber Herrgott. Das war aber haarscharf. Oh, hat er mich mit dem Psychoschock überrascht. Alter. Meine Damen und Herren, was ein spannender Kampf. Krass. Dass das Ding so eng wird. So eng. Xatu hat vorher mit einem einzigen KP überlebt. Hätte ich ihm keine Überreste gegeben, wäre es das für Xatu gewesen. Krank. Meine Damen und Herren, liken und favorisieren nicht vergessen. Hier an der Stelle bedanke ich mich nochmal fürs Zusehen. Das an der Stelle war Pokémon Tutorial TV gegen Sephiroth.